Wer hätte das kommen sehen? ja, toll. Ich habe, glaube ich, keinen Weg gehabt, ohne die Dinger zu... Oder? Egal. Saufpark, genau. Bin ich sehr drüber gefreut. Ja, was heißt sehr drüber gefreut? Letztlich interessiert es mich nicht, weil ich habe das Spiel eh... Ah, mal gucken, ob wir das irgendwann noch weiterspielen. Mal schauen. Ich würde ja schon gerne. Ich habe seitdem nicht weitergespielt, auch privat nicht. Also das wäre... womöglich noch eine Überlegung wert. Ob wir das irgendwann vielleicht nochmal weiterspielen? Secret. Genau. Danke, Easy. Ja, South Park. Fractured Butthole, Alter. Oder wie heißt das? Direkter Koleritzer Reißprobe auf Deutsch. Der Name. Ja, BT. Stimmt, Herr Freeman. Wir müssen eigentlich nochmal spielen wegen Herr Freeman, Alter. Siehst du, dass die South Park nicht auf die Switch bringen wollen? Echt? Ja, die Schweine. Jetzt haben wir ja was zu kritisieren. Da haben sie Wort gebrochen. Nintendo ist eh scheiße. Oh, Hyrule Warriors gab es auch noch. Hat mich auch nicht interessiert. Das ist, glaube ich, die dritte Konsole, auf der dieses Spiel erscheint, oder? Ist das auch wieder nur ein Port? Ich meine, es gab es auf, also auf der Wii U gab es das definitiv. Prost! Ja, hau mal rein, Alter, mit deinem Landbier. Dankeschön, Easy. Und cheers. Also Hyrule, das interessiert mich nicht. Gar nicht. Ist ähnlich wie... ähnlich wie Undertale auf Konsole Nummer 48 Millionen dann veröffentlicht. Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, mit irgendwie sämtlichen DLCs oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Spiel mal irgendwann 5 Minuten gespielt, konnte damit nicht viel anfangen und hab's dann wieder sein lassen. Oh, sehr präzise. Hyrule Warriors ist eine Mischung aus der Wii U und der 3DS-Version. Ah, okay. Also im Grunde genommen alles Nötige zusammengepasst. Quasi zusammengepackt. Also quasi sowas wie eine Ultimate Edition, ja. So wechseln mit einer Ultimate Edition, verstehst du? Die wäre dann vom Planeten Melmac. Ist schon. Das war umwerfend. Dankeschön. Ja, stimmt, Hack and Slash muss man mögen. Ich weiß nicht, also ich habe, wie gesagt, spiel mal irgendwann, ja, 5 Minuten war gerade wahrscheinlich etwas untertrieben, sagen wir mal eine halbe Stunde angespielt und habe mich dabei fürchterlich gelangweilt. Für mich war es nicht. Nichts. Aber ich sag mal, wenn diese Dynasty Warriors Serie nicht ihre Kundschaft hätte, würde es das Franchise wahrscheinlich nicht schon so lange geben. Irgendwas wird schon dahinter stehen. Ich lasse das jetzt einfach. Oder? Fuck, doof. Das war jetzt, als die Zweifel hochkommen, ob ich nicht doch vielleicht die Münze holen sollte. Schon wieder ein schlechtes Gewissen. Ich hatte schon ein schlechtes Gewissen, bevor ich überhaupt an der Röhre vorbeigegangen bin. Samu, schrei mich nicht so an. Geh weg. Raupe. Ich geh gleich mal zu Schreiraupe. Siehst du mal irgendwie so ein Arms-Turnier? Ich kann mit Arms überhaupt nichts anfangen, mit dem Turnier dafür schon mal erst recht gar nicht. Davon einfach sowieso nur für die USA und Kanada, wenn ich das richtig gesehen habe. Danke, Sabu. Ich bin wieder Mark Dynasty Royce. Das ist halt. Ich meine, irgendwo, weißt du, ich kann es verstehen, glaube ich, dass keine Ahnung, da so rumfuchteln und dann hordenweise Gegner irgendwie zum Henker bringen und hast du nicht gesehen. Ich sehe schon den Reiz dahinter irgendwo, aber für mich war es nichts. Da muss ja auch nicht. Ja, vollkommen egal, letztlich. Ich wollte rauben. Nicht nur rauben. Räum mal meine Frau, ist grausam. Warte mal. Dieses leise Platsch. Also Arms-Turnier hat mich mal so gar nicht interessiert. Weil Competitive Online ist für mich sowieso schon nix. Arms erst recht nix. Wobei ich eher ganz ehrlich gestehen muss, ich sag das die ganze Zeit nur so. Im Grunde genommen, obwohl ich das Spiel nie gespielt habe. Das muss ich auch dazu sagen. Also, es ist keine fundierte Meinung dazu oder so. Aber also das Konzept dahinter mit dem... Also ich weiß nicht, irgendwie... Mich reizt es nicht. Was mich dafür viel mehr reizt, ist das Tennisspiel. Da freue ich mich sehr drüber. Das sah sehr fantastisch aus. Vor allem diese eine Arena da im Wald, die sah sehr, sehr großartig aus. Und überhaupt, also ich mag Tennis sowieso eigentlich ganz gerne. Damit werde ich sehr wahrscheinlich relativ alleine sein, aber das ist mir vollkommen egal. Deswegen freue ich mich da wirklich drauf. Vor allem das Ding hat einen Online-Modus. Da könnte man einen schönen Community-Turnier oder so mitmachen. Also das wird eine lustige Sache. Optisch sehr, sehr cool. Schläger können zerbrochen werden und was extrem... Also ich glaube, das niedlichste war, glaube ich, der Chain, also der Kettenhund. Der Kettenhund, der seinen Schläger im Mund trug. Das war der absolute Knaller. Das war so niedlich.
das wird schief gehen. Oh, das wird nicht schief gehen. Heilige Scheiße. Also ich freue mich sehr auf das Spiel. Das ist schon seit einiger Zeit angekündigt. Wenn das kommt raus? Im Mai, glaube ich, oder? Also nicht mehr so lange hin. Da freue ich mich drauf. Das werden wir in jedem Fall gucken. Weil Tennis und cool und online und der ganze guten Kram. Guten Kram. Abends kommt mir persönlich auch etwas overhyped vor. Ja, aber weißt du, gut, wenn wir das jetzt mal, also ganz, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass dieser Hype um dieses Spiel dermaßen, 22. Juni, habe ich mich vertan, trotzdem, Sommer, passt, nehmen wir sehr, sehr gerne. Also das Tennisspiel, wenn wir uns, ich denke, dass der Hype um ARMS, der wäre im Leben nicht so groß, wenn den eine andere Firma als Nintendo rausgebracht hätte. Wenn das jetzt irgendwie ein Spiel wäre von irgendwie, also so ein kleines Indie, na, wobei, ich weiß nicht, Rocket League hat auch schon anders. Samuel, yes, so Alter. Jetzt legen wir mal los hier. Samu, dankeschön. Mit dem Macho Man. Dankeschön, Alter. Heilige Scheiße. Guck mal, hätte ich dir fast sogar noch einen Tod geschenkt. Samu Hype, Alter, genau. Yes. Ab Dank, Alter. Hilfe. Lass mich konzentrieren. Möchte mich nicht konzentrieren müssen. Möchte doch lieber irgendeinen Quatsch reden. Und den Samu-Hype frönen. Ja, in den Tod springen. Sofort. Hilfe. Oh, wie toll wir gleiten. Wir sind quasi ein Pinguin. Heilige Scheiße. Ja, Falke, ich fand das Spiel auch die ganze Zeit uninteressant. Aber ich hatte das Gefühl, dass das Spiel sehr, sehr häufig gekauft worden ist. Oder häufiger gekauft worden ist, als es der Qualität eigentlich entsprechen würde. Das meinte ich mit dem Hype. Und mit überhyped. Das Spiel hatte einen. Ich finde es auch lahm, aber. Ich hatte das Gefühl, dass das Spiel einen größeren. Also zumindest größere. Sagen wir mal größere Aufmerksamkeit. Von mir nennt es nicht Hype, sondern Aufmerksamkeit. Bist du pingelig? Nein, dass das Spiel mehr Aufmerksamkeit hatte, als es. Ich will es nicht sagen, verdient hat, aber. Da wurde jetzt ein 1, genau. Heilige Scheiße. Hi Sven, grüß dich. Alten Wemser. Na gut, letztlich. Also, wo ist dein Samu? Warte mal. So. Passt. Oh, des Weiteren. Splatoon-DLC, Story-DLC. Die Leute haben sich scheinbar sehr drüber gefreut. Aber, also ich persönlich als kein Splatoon-Fan, mich persönlich hat nicht so interessiert. Aber, also ich sag mal so, das war der Moment, als dieser Trailer lief, war dann so der Moment, in dem ich gedacht habe, heilige Scheiße, jetzt haben sie komplett aufgegeben. Das wirkte auf mich wie ein, keine Ahnung, wie ein Drogenrausch. Mit irgendeiner, ja, ich nenne sie mal Tintenfischfrau mit einer deutlich zu knappen Hüfthose. Die im Grunde genommen im Trailer als deutlich zu sexy dargestellt worden ist, aber gut. Ich meine, weißt du, ich werte ja nicht, hat ja jeder seine eigenen Vorlieben, ne? Also, da kann man dann schon mal sagen, pass mal auf, diese Tante da, die mit den tiefen Hüftdingern. Die ist dann halt schnexy jetzt. Sollte dann wohl so sein, keine Ahnung. Überschütten und natürlich überspritzen, Falke. Extra für dich. Heilige Scheiße. Zu sexy geht nicht, sagst du? Das in deinem Alter. Entschuldige mal bitte, Sohnemann. Da nicht in Ordnung. Bist du etwa in der Pubertät? Ich habe kein Wort verstanden. Frauen redet in mir nur. Ich weiß, ich habe nicht verstanden. Entschuldigung. Was für ein Komma? User-Command? Ach stimmt, es gibt noch einen User-Command. Stimmt, hab ich ganz vergessen. Heilige Scheiße, es gibt noch einen User-Command. Also einen neuen alten, den haben wir schon mal. Ha! Sagte er und starb. Aber er hat neuen Inhalt. So. Weil wir so toll sind. Ja. Nein, wir werden das nicht tun. So, also, Splatoon, nichts für mich, aber. Raupen sind verdammt niedlich, in der Tat. Mein Vorliebe ist Raupenfoltern, genau.
Ich meine, je nach Raupe, also die sind ja schon attraktiv, oder? Du sexy Form, shit. Du sexy, ihr hört's, genau, Alter. Mofo, wie man so schön sagt. Unter uns cool people sozusagen. Ja! Aber es hat nicht funktioniert. Ah, doch, hat funktioniert. Yes! Stimmt, Horst hat noch keinen Stimmbruch, Alter, das stimmt. Tut mir leid, das jetzt so geradeaus mitteilen zu müssen, aber da hast du sehr recht. Aber warte, es wird schon noch. Wie alt seid ihr? 15? Das kommt schon bald. Da kriegst du hinter wie dieser komische Blag hier und dann riechst du auch auf. Also sei froh, genieß die Zeit. Solange du noch singen kannst wie Heintje, sei zufrieden. Passt schon. Hast du mal eine Raupe in der Hand? Ja, ja, ich meine gut, diese normalen Raupen, die wir hier kennen, die sind ja im Grunde genommen schon fast lahm. Es gibt so viele coole Raupen irgendwo im Amazonasgebiet und was weiß ich, wo die alle rumrennen und hast du nicht gesehen. Die sind ja dann irgendwie teilweise einen halben Meter groß. Also, ja. Doof Arsch. Muss mich hier mal eine Sekunde konzentrieren. Ha, verstehst du? Ich... Gott! Während Falke die wichtigen Themen investigativ quasi hinterfragt? Nee, wir werden das nicht tun. Und das letzte war, was sie bekannt gegeben haben, Alter, Super Smash Bros. Wobei ich nicht so ganz verstanden habe. Der Hype war natürlich extrem real. Weil der, ganz ehrlich, den Reveal am Ende, ohne dass ich bisher ein großer Smash Bros. Fan gewesen wäre, was sich vielleicht durch das Spiel ändert, wer weiß das schon, ich habe keine Ahnung. Dass der, also selbst für mich als nicht den größten Smash Bros. Fan auf dieser Welt, ich habe mit dem Spiel sehr nicht viel zu tun gehabt, ehrlich gesagt. Aber selbst ich fand den Trailer, den Reveal am Ende sehr, sehr fantastisch. Was ich nicht ganz verstanden habe, ist, ob das auch wieder nur ein Port wird oder ob das eine neue Version ist. Nicht um einen Easy Wein. Nicht um deinen Easy Wein. Oh, danke, Easy. Easy, kennst du eigentlich deinen Command schon? Ich weiß gar nicht, haben wir den schon mal irgendwie. Warte mal, Easy hatte auch einen eigenen Command, den haben wir nie gemacht, oder? So, guck mal. Guck! Easy hat auch einen eigenen Command. Natürlich. Wenn es ein neuer Teil wird, dann wird es natürlich fantastisch. Also. Der Breath of the Wild Long. Stimmt, da war der Breath of the Wild Long drin. Der war auch schon ziemlich sexy. Aber ich finde das Cineastische, das Smash Bros. Zeichen, als das Smash Bros. Zeichen in der Spiegelung im Auge zu sehen war, heilige Gott. Also, also jetzt mal ohne Witz. Wie die Sachen präsentieren, wissen die schon. Also. Das war im Grunde genommen nur ein Teaser, das war nicht mal mehr ein Trailer. Man hat nicht mal mehr Gameplay gesehen. Geschweige denn mehr als zwei oder drei Charaktere. Aber heilige Gott, verdammte Scheiße, wussten die, wie sie diese drei Charaktere präsentieren müssen. Es war also optisch ziemlich fesch. Insgesamt, keine Ahnung, Na gut. Ich bin jetzt sowieso nicht so der Typ, der dann irgendwie nach jeder Nintendo direkt sofort auf Twitter rumrennt und erzählt, wie beschissen doch alles wieder war und wie doof Nintendo doch ist und überhaupt ist alles scheiße. Deswegen, also ich persönlich war damit zufrieden, was mutmaßlich auch damit zusammenhing, dass ich eigentlich keine großen Erwartungen hatte. Die paar Spiele, die kommen werden in Zukunft, die mich interessieren, da war mir klar, dass davon nicht viel gesprochen werden würde. Deswegen konnte ich recht wenig enttäuscht werden, das muss ich dazu sagen, aber weiß nicht, keine Ahnung. Das sind viele von den Remakes, das ist jetzt, in meinem Fall ist das jetzt ein zweifelhaftes Glück im Grunde genommen. Viele von den Remakes, die da bekannt gegeben worden sind, sind Remakes, die ich gerne spielen würde auf der neuen Konsole. Deswegen war das für mich jetzt diesmal, keine Ahnung, die für den DS haben mich nicht interessiert, deswegen war ich davon logischerweise etwas mehr enttäuscht. Aber die Remakes, die für die Switch angekündigt worden sind, viele davon interessierten mich und natürlich auch Luigi's Mansion. Deswegen, ja, bitte, ich nehm's. Selbst die Sachen, die mich nicht interessieren, muss ich ja schließlich nicht kaufen. Von daher soll mir das im Zweifel dann egal sein. Jetzt musste ich Jöschelchen opfern. Oh nein. Aber wie gesagt, also ich war mutmaßlich auch dadurch, dass ich absolut keine Erwartung hatte, fast schon positiv überrascht. Also negativ überraschen konnte man mich eigentlich, weil ich erwarte nichts mehr. Also die paar Sachen, die mich interessieren, wie gesagt, also vor allem jetzt Pokémon hätte mich jetzt sehr interessiert. Oder auch, was weiß ich, Animal Crossing und vor allem natürlich in meinem Fall Metroid Prime 4. Genau, Easy ist Commander. Also du kannst gelobt werden. Dankeschön, Easy. Gute Nacht, halbes Lauch. Und Dankeschön. Liebes halbes Lauch, genau.
weil ich mit den Spielen sowieso nicht gerechnet habe. Schon gar nicht einfach so bei irgendeiner willkürlichen Direct. Dankeschön, Lisi. Lisi, ja. Mit dem Schraubenschlüssel. Durch dass ich mit den Spielen nicht gerechnet habe, so für irgendeine willkürliche Nintendo Direct irgendwann im März, sondern dass ich da eher natürlich damit rechne, dass diese Sachen, wenn überhaupt dieses Jahr, bei der E3 etwas größer aufgezogen werden. Hm, bitteschön. Also ich hatte meinen Spaß. Wir hatten eine Überraschung am Ende. Das passt schon. Remix oder Remaster? Ja. Gut. Ist natürlich richtig, ja. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Ja, es sind natürlich nüchtern betrachtet Remasters. Wobei, bei Captain Toad bin ich mir da persönlich gar nicht so sicher, ehrlich gesagt. Weil da... Ich weiß, weil viele Level da auch noch dazukommen. Ist es ein Remake oder ist es nur ein Remaster? Ich hab keine Ahnung. Es ist letztlich die Definitionssache, aber wie gesagt, wir verstehen uns schon. Das, ist ja dann letztlich hoffentlich nicht so wichtig, oder? Also ich meine, gut, ja, es stimmt natürlich wahrscheinlich, aber... Passt schon. Schätze ich jetzt zumindest mal einfach. Sieht sehr, sehr merkwürdig aus. Das war die Direct. Die Direct. Und das war meine Stimme. Und sie ging flöten. Ja, den Fisch mag ich auch nicht. Aber schlimmer ist ja nur in Super Mario Bros. 3. Ah. Hashtag Ultra Pro Moves, Alter. Lisi versteht Dinge. Ja, danke schön. Lisi will's wissen. So. Aha. Willst du bitte verbrennen? Tschüss. Nintendo in 3 nicht so kompatibel. Ja, also ich sag mal, grundsätzlich, diese Pressekonferenzen machen die scheinbar nicht mehr mit seit Jahren. Aber eine jährliche Direct, also Nintendo Direct extra für die Dingens haben sie ja trotzdem immer gemacht, soweit ich weiß, oder? Also eine Direct haben sie, glaube ich, soweit ich weiß, die jetzt in den letzten Jahren immer gehabt. Und im letzten Jahr wurde bei der E3 Metroid Prime 4 angeteased. Allein deswegen erwarte ich davon jetzt. Will mein Metroid Prime 4 haben. Oh yeah. Herzinfarkt morgen bei Resi 7 dabei sein? Oh ja. Yeah. Ey, komm, aber... Eigenwerbung stinkt, Alter. Was soll ich jetzt sehen? Ich hab's vergessen. Achso, Nintendo Direct, ja. Also Metroid Prime 4, ich freue mich drauf. Ich hoffe, es muss. Ansonsten bin ich sehr, sehr enttäuscht. Ich erwarte für spätestens 2019. Hashtag Make It Happen, Nintendo. Yes. 2015? War das 2015? Nee. Dieses komische. Die haben 2015 die. Dieses komische Federation Force-Ding da vielleicht geteased oder so. Das zählt nicht. Jöchelchen ärgert. Mama. Ach, stimmt, das neue Yoshi-Spiel. Da habe ich auch schon länger nichts mehr von gesagt, wa? Zu Kirby haben die auch irgendwie eine Kleinigkeit gesagt, das habe ich aber alles nicht verstanden. Die haben einfach nur ein paar Features erklärt. Ich freue mich drauf. Nächste Woche kommt es raus, ne? Das wird cool, hoffe ich. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ich hoffe, dass das so ein bisschen... Also, dass das wieder so ein traditionelleres... Okay, ein traditionelleres Kirby wird, dann freue ich mich da sehr drauf. Wenn das so ein bisschen ist wie die Sachen in Kirby Superstar oder sowas... Das wäre toll. Ich würde es nehmen. Also, weißt du, so ein Gimmick-Spiel ab und zu mal in allen Ehren, aber so also ein klassisches Kirby, wenn das nächste Woche erscheint und das wird toll, dann... Ich wäre ein glücklicher kleiner Panda, sagen wir mal so. Das Level mag ich irgendwie. Weißt du, dass ich die Version hiervon, also in Anführungsstrichen Version hiervon, in Super Luigi U ziemlich nervig fand. Hier geht's dann allerdings. Kirby war sehr cool in der Demo, echt? Bin gespannt. Wie gesagt, Freitag machen wir auf jeden Fall. Freitagabend. Nee, also jetzt kommenden Freitagabend. Das ist der Grund, aus dem Mario Maker vorgezogen worden ist auf den, was habe ich jetzt, 14. oder so? Also auf kommenden Mittwoch. Am kommenden Mittwoch Return Nummer, weiß nicht wie viel, auf Mario Maker, Alter. Genau, Federation Force ist das beste Metroid, der Rest ist überhaupt kein Metroid. In der Tat. Ich glaube auch, dass Kirby toll wird. Wir sind jetzt einfach mal zuversichtlich. Also, Arsch. Doof Kopf.
So. Na, es war zu früh. Okay. Yes. Morgen wieder Mana? Weiß ich nicht. Es kommt drauf an. Diese ganzen Samstags- und Sonntagsstreams, die sind, wenn dann immer, extrem kurzfristig. Also wenn ich dann am Frühstück hier sitze oder so und merke, ich habe bis zum Nachmittag oder was auch immer noch eine Stunde oder also zumindest mal 2 Stunden Zeit, dann setze ich mich hin und stream. Aber das werde ich nicht ankündigen oder so. Das kann ich nicht ankündigen. Ich habe das einmal angekündigt, einen Samstagstream, und ich hatte den ganzen Samstagvormittag Stress deswegen. Also wie gesagt, die Streams Samstags und Sonntags allerhöchstens spontan, die kann ich leider nicht ankündigen. Das Kirby 3DS habe ich nie gespielt, nee. Ist das gut? Aber wenn du nie gespielt hast? Na gut, wusste das jetzt was heißen? Moment, sind die... Fall ich durch die transparenten... Nee. Geht's jetzt hier nur um den Faktor Licht, ja? Ich kann auf die Dinger drauf, das ist mir egal. Okay, nehme ich gerne. Wie gesagt, das 3DS-Ding kenne ich überhaupt nicht. Sven schimpft, was ist los? Ich sehe zu Hause. Ja, wie gesagt, ich kann das nicht ankündigen. Das war eine absolute Katastrophe. Also ich möchte schon am Wochenende, zumindest am Wochenende in Ruhe morgens frühstücken, Essen holen gehen. Den ganzen Scheiß. Also die 2 Tage in der Woche, die möchte ich mir das dann schon gönnen. So, wenn man mal freitags ein bisschen länger wach bleiben möchte oder so, dann kann ich jetzt nicht sagen, möchte dann nicht zwingend sagen, irgendwie, ich muss jetzt ins Bett, weil ich morgen Vormittag oder morgen Mittag streame irgendwie. Also die 2 Tage in der Woche möchte ich mir schon gönnen. Wenn es Zeit ist, machen wir es, wenn nicht, dann nicht. Eine traurige Violine? Warum das denn? Triple Deluxe für ein 3DS? Ah, ist das Triple Deluxe? Ich weiß es nicht. Geht so einfach. Ja, ich nehme es gerne. Wenn du mir leihen willst, sicher, klar. Angucken. Jederzeit. Allerdings dann natürlich erst nach dem nächsten Kirby. Aber ja klar, wenn du mir das anbietest, warum nicht? Sehr gerne. Was ist mit Praktikum, Ola? Achso, die Idee, wir 3 Wochen rumkriegen sollen. Ja, ganz viel Ströms hier. Ganz eindeutig. Was denn bitte sonst? Entschuldige mal bitte. Wo genau möchte ich hin? Ich möchte nicht da hoch, oder? Ich möchte hier hoch. Hat aber quasi die Beine in die Hand genommen. Irgendwie fasziniert mich das Gimmick, aber auf der anderen Seite... Also... Vielleicht verstehe ich es auch einfach nur falsch. Vielleicht stelle ich es mir einfach schwerer vor, als es ist. Dass ich sowas mal sagen würde? Wobei, irgendeine Münze habe ich sowieso wieder verpasst. Also ich sollte tunlichst die Klappe halten. Oh, sehr schön. Ich bin mal gespannt, was erwarten wir denn von der E3, wo wir gerade schon mal beim Thema sind? Was erwarten wir von der E3? Ich hoffe, Tide ist ein coolen Shit. Metroid Prime 4. Ansonsten bin ich sehr, sehr traurig. Vermutlich irgendwas zu Red Dead Redemption 2, wo ich mich übrigens auch sehr, sehr drauf freue. Ja, mal bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Dein Betäubungsmitteltest ist negativ gewesen. Jetzt die Frage, ist das für dich positiv oder negativ? Pokémon Switch, ja, da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Also das, vor allem bin ich gespannt drauf, wie sie es dann letztlich aufziehen. Ob das dann eher... Shit. Ob das dann eher... so wie gewohnt im Grunde genommen, so ein bisschen Comicbuch-Grafik wird. Oder ob die da vielleicht so ein bisschen mehr Fotorealismus vielleicht sogar reinpacken. Also, ich bin gespannt. Ah. Erschreck mich doch nicht so. Gemein, fies, doof. Warum macht man das so doof, doof? Wir wollen das nicht tun. Wir sind brave kleine Pandas. Super Meat Boy, stimmt. Super Meat Boy Unlimited muss auch demnächst dann noch erscheinen. Kommt es dieses Jahr raus? Ich meine schon, oder? Ist das nicht sogar in Bälde erscheinen irgendwie in den nächsten Monaten? Ich hatte mal irgendwann danach geschaut, wann das jetzt erscheint. Und ich glaube, das war gar nicht mehr so lange hin. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Aber... Also, ich meine, ich kann mich täuschen, aber ich meine, das erscheint sogar noch vor der E3. Also, da werden wir dann bei der E3 wahrscheinlich nicht viel bis gar nichts von sehen. Schätze ich. Was natürlich auch cool wäre, was auch kommen wird wahrscheinlich, ist hier ein neues From-Software-Spiel, wo dann die Leute mutmaßlich... mich zumindest mal recht freundlich drum bitten werden, kannst du nicht mal so ein bisschen Bloodborne 2 spielen oder sowas in die Richtung?
Irgendwann komme ich sowieso nicht mehr drum rum. Ah, wir werden sehen. Battletoads. Der Frog Software, genau. Ja, dieses Shadow Die Twice, ja. Shadows Die Twice. Also das sieht für mich schon recht klar nach einem Bloodborne 2 aus, oder? Ich meine, ich weiß es nicht, aber also für mich klingt das irgendwie... Allein das Twice, das muss ja eigentlich schon fast ein Teil 2 sein. Und was soll es sonst sein, wenn nicht Bloodborne? Aber was weiß ich schon. Ich als wahrer Profi... Bitte was? Ja, Moment, das... ich gehe davon aus, dass ich den dabei gern hätte, oder? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich den gern hätte, oder? Ja. Und dachte erstmal Controller kaputt machen lassen. Genau. Ich habe Bloodborne auch noch nicht heruntergeladen. Ist der Wahnsinn. Wir haben so viel gemeinsam, Alter. Und das Gesinge von den Yoshis ist so fantastisch, ohne Witz. Ich habe das Gefühl, dass ich schon die Hälfte verpasst habe. Ach Moment, das ist ein anderer Yoshi. Ja, wie? Du kannst nicht einfach hier Sachen ändern. Ich dachte, wir... Plötzlich fliegt eine Blatt... Was war das denn jetzt? Ich meine, ich nehm's, aber was... Tschüss. Ey, komm, der Safe war schon ganz okay. Ich kann mich daran erinnern, dass in der Version des Levels in Super Luigi U war, glaube ich, ein Geheimgang zu irgendeinem Level. Ja, bitte. Okay, sehr, sehr brav. Stimmt, die haben da... Alter! Tatsächlich recht sexy Buddies. Für so eine Blume. Mhm. Jetzt ist aber mein Jöschelchen tot. Doof, doof. Mit dem Jöschelchen hätte ich schießen können. Echt? Ha. Gut. Gut, jetzt ist er tot. Da wäre man doch lieber tot als tot. Stell dir mal vor. Was wärst du lieber? Ein quietschender Pilz oder lieber ganz weg? Vor allem danach, als würde er dann noch überlegen. Selbstverständlich wäre ich lieber ein quietschender Pilz. Weil so weit weg von dem, was ich jetzt bin, ist das auch nicht. Also zumindest wenn ich Sonic O6 spiele, habe ich mir sagen lassen. Ich glaube, manchmal quietsche ich da auch. Nee, pass mal auf. Nee. Habe ich es gerade nicht gemacht? Ah, hier ist der Checkpoint. Selbstverständlich ist hier der Checkpoint. Wo sollte er ganz weg, genau? Lobe quietschender Pilz. Nein. Nimm das zurück. Oh, das ist toll. Wir brauchen ja gar keinen Pilz. Sagt er und tötet den einen Freund, den er hatte. Moment, warum sind meine Punkte hier so? Weil das alle bitte. Ach, doof, gemein, fies, doof. Wobei, es war ja meine Schuld, so gerade eben. Hallo Wolfgang, grüß dich. Schönen guten Abend, Alter. Alter. Sprechend deines Namens habe ich jetzt mal gedichtet, sozusagen. Natürlich sind Pilze dann alle süß. Guck, wie süß er ist. Mal ohne Scheiß. Wenn der nicht süß ist, weiß ich auch nicht. Das ist der Inbegriff von süß. Wolfgang, genau. Ist quasi... Das ist der uns beschützt. Wenn wir dann irgendwie eisig erfroren irgendwo im Wald zurückgelassen werden, dann kommt der Wolf mit seiner Wolfgang und sagt, so, Wuff, dann gehen alle Feinde weg. Wir haben gewonnen.